willkommen in meiner 18. Lektion. Schön, dass ihr dabei seid. Heute lernt ihr, wie einige Tiere auf Deutsch heißen, denn wir gehen in einen Tierpark. Wildpark Rogenhausen. Die ersten Tiere, die wir hier sehen, sind die Axishirsche. Das ist ein typischer Bambi-Hirsch, braun mit weißen Punkten. Die Axishirsche sind in Indien, Sri Lanka und Neuseeland verbreitet. Und das ist ein stolzer Rothirsch. Diese Tiere sind in Europa und Asien verbreitet. Auch in der Schweiz kann man die Rothirsche in den Alpen und Voralpen treffen. Und das ist das Appenzeller Barthuhn und der Pfau. Und das ist das Wildschwein mit seinen kleinen Ferkeln. Und wo ist der Papa? Abgehangen. Was ist denn das? Das hier ist ein dickes Mini-Pig. In der Mitte des Parks befindet sich eine große Kinderspielanlage. Hier sind das Welsh Pony und das Shetland Pony, die ursprünglich von den Shetlandinseln und aus Großbritannien stammen. Aber heute sind sie weltweit verbreitet. Da im Stall stehen die Walliser Schwarznasenschafe. Das sind die Ziege und der Ziegenbock.
Gehege seht ihr die Steinböcke. In der Schweiz waren die Steinböcke im 19. Jahrhundert ausgerottet. Ab 1911 wurden sie wieder erfolgreich im Alpenraum angesiedelt. Heute kann man sie in den Alpen, in den Kantonen Graubünden, Bern und Wallis treffen. Und dieses kleine Tier ist das Alpenmurmeltier, das in den Alpen sehr stark verbreitet ist. Die Pfauhenne. Und als letztes sehen wir den Bienenstock. So, meine Lieben, das war meine Lektion für euch in einem Tierpark. Wenn euch diese Lektion gefallen hat, dann macht bitte Daumen nach oben und vergesst nicht, neue deutsche Wörter zu lernen auf meinem Instagram. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!